Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es einen Guide zu dem Char Rampart, die mit der Season 6 ins Spiel dazugekommen ist. Wir schauen uns die einzelnen Fähigkeiten an, die passive, taktische, die ultimative Fähigkeit und eine kleine Analyse, wie das Ganze funktioniert, was man da rausholen kann. So, ja, einfach ein kleiner Guide, einen kleinen Überblick über diesen Char. Beginnen wir mit der passiven Fähigkeit, modifizierter Lader, erhöhte Magazinkapazität und schnelleres Nachladen beim Einsatz von LMGs und der Minigun. Zur Minigun kommen wir später, aber die LMGs, die zeigen wir jetzt schon mal. Wenn wir beispielsweise eine Devotion ausrüsten, dann sehen wir hier schon, die haben eine Kapazität von 41. Wenn wir jetzt den Char wechseln würden, sagen wir auf Bloodhound, dann sind wir hier bei einer 36er Kapazität. Das macht sich auch bemerkbar, wenn wir jetzt zum Beispiel das erste Magazin reinnehmen, das kleine Magazin, das weiße, haben wir hier 40 Schuss. Wenn wir nochmal zurückwechseln, dann sehen wir, wenn wir nochmal nachladen, sind wir direkt schon bei 46. Das können wir natürlich nochmal hochtreiben. Jedes größere Magazin erhöht das nochmal ein bisschen und wir haben eben schon grunderhöhte Munitionskapazität. 55 Schuss hier in der Devotion. Kann ja auch sein, dass das nochmal gepatcht wird, aber mit dem erhöhten, ja, mit der erhöhten Munitionskapazität hat man da einen definitiven Unterschied. 48 beispielsweise, wenn wir hier das größte Magazin drin haben, zu 55, macht also schon einen guten Unterschied. Wenn wir das Ganze bei der Spitfire angucken, ist für alle LMGs gültig übrigens, dann haben wir hier 35 Schuss und wenn wir den Char nochmal wechseln und hier nochmal schnell nachladen, sind wir bei 40. Das Ganze deckt sich natürlich auch hier wieder hoch, eben mit den verschiedenen Magazinen. Größtes Magazin 63 Schuss, was schon eine stolze Anzahl an Schuss ist. Bei dem lieben Bloodhound sind es dann nur 55. Bedeutet, wenn man sehr gerne mit MGs spielt, dann macht es also auch durchaus Sinn, sie zu spielen, weil wir doch wesentlich mehr Schuss haben. Das macht guten Unterschied, gerade bei der Devotion, die in der Season 6 doch sehr, sehr stark ist. Würde ich sagen, diese paar Schuss Unterschied, die sind ganz gut, wenn man sehr, sehr gerne mit der Devotion spielt. Als nächstes kämen wir zu der taktischen Fähigkeit Verstärkte Deckung. Errichte als Deckung eine niedrige Wand, die eine verstärkte Wand erzeugt, die Schüsse blockt und abgehende Schüsse verstärkt. Maximal 5, das heißt, wir können maximal 5 von diesen Wänden stellen. Wir haben hier 3, die wir direkt im Inventar stellen können. Und wenn wir sie aufstellen, sie voll aufgestellt ist, dann lässt sie unsere Schüsse von unserer Seite durch. Das sehen wir daran, dass die Wand blau ist und die Schüsse so ein leichtes... Ja, sie werden leicht bläulich, wenn man durchschießt und von der anderen Seite, wo es rot ist, kommen die Schüsse nicht durch. Geblockt werden etwa, ja, 200 Schaden. Kann auch sein, dass das dann nochmal gepatcht wird natürlich, aber 200 Schaden werden geblockt. Und als Feind sieht man auch, wie viel das Ganze hier noch drauf hat. Das heißt, wenn ich drauf schieße, sehe ich, wie viele, ich sag mal, Zellen im Prinzip noch drauf sind. Macht also durchaus Sinn, das zu wissen. Das nächste, was sehr, sehr wichtig ist, die Deckung muss vollständig aufgebaut sein. Wenn sie nämlich nicht vollständig aufgebaut ist, reicht ein einzelner Schuss, um sie kaputt zu machen. In einem schnellen Kampf ist es also schwierig, die Deckung einfach so schnell aufzubauen, weil zack, man würde einmal dran schießen und schon wäre es größtenteils kaputt. Wenn es aber steht, hält es im oberen Bereich eben die 200 oder fast 200 Schilde aus, beziehungsweise Schaden. Und im unteren Bereich haben wir doch auch einen wesentlich erhöhten, ja, ich sage mal, eine wesentlich erhöhte Deckung, gut etwa 400 Schaden. Zum erhöhten Schaden, den wir austeilen, und das ist auch nochmal sehr, sehr interessant, wir haben da doch einen guten Bonus. Wenn ich mit der Flatline zum Beispiel hier einen Headshot drücke, sind wir bei 38, wenn ich hier einen Headshot drücke, bei 46, was doch einen sehr, sehr starken Unterschied ausmacht. Bei einer Longbow genau dasselbe, also der Schaden ist definitiv da. Der erhöht sich stark. Bedeutet also, wenn ihr bei so einem Schild steht, ihr schießt durch, denkt dran, ihr könnt natürlich auch so von der Seite durchschießen, wo ihr die Möglichkeit habt, das trotzdem zu nutzen, die Verstärkung von den Schüssen, und von vorne habt ihr fast gar keine Chance. Wenn das Ding mal aufgebaut ist, ist es sehr, sehr schwierig, das zu knacken. Nachteil, wenn man sie spielt, auch Feinde können das benutzen, das heißt, ich baller hier auf Feinde, dann gehen wir pushen und hinter uns kommt ein neues Team.
Dann kann das neue Team unsere Deckung bzw. meine Deckung verwenden. Wenn die dann durchschießen, dann machen sie auch mehr Schaden und wir können logischerweise nicht zurückschießen, weil wir hier natürlich auch Deckung haben. Das heißt, sie ist universell nutzbar für alle Spieler, die auf der Fläche unterwegs sind, die im Kampf unterwegs sind, sage ich mal, ist es nutzbar, nicht nur für mich, verstärkt von mir, von den Teammates oder auch von den Feinden, wenn die das nutzen, das Ganze. Man darf aber nicht vergessen, die Deckung kann man auch wieder mitnehmen, das heißt, wenn man eine Position verlässt, macht es durchaus Sinn, die Sachen wieder mitzunehmen, dass sie nicht in feindes Hand gerät. Das zweite, was noch wichtig ist, eine kleine Info: Wenn ihr ein Schild aufbaut und dieses Schild hat absolut gar keinen Schaden gekriegt, dann kriegt ihr das komplette Schild wieder zurück ins Inventar. Wenn ich also einen Schaden mache und ich nehme die Deckung mit, dann zerstöre ich die Deckung. Wenn es aber gar keinen Schaden hat, dann kann ich die Deckung mitnehmen und sie wird mir unten ins Inventar gegeben. Zudem, es lässt sich auch hervorragend so ein bisschen, ja, ich sag mal so, spielerisch die Sachen schön aufbauen. Wenn man also eine Position bezieht und sagt, hier möchten wir bis zum Ende hin kämpfen, wir haben die super Position auf dem Gebäude, kann man sich also was Schönes aufbauen und hat die Möglichkeit, sehr, sehr effektiv zu verteidigen. Aber in der Offensive schnell unterwegs zu sein, schnell ein Schild zu bauen, das geht fast gar nicht, gerade auch, weil man die Schilde wahnsinnig schnell kaputt machen kann, beziehungsweise die Barrieren, die Barrikaden. Etwas, was sich viele sicherlich fragen beim Schild: Kann ich zwei Schilde aufstellen und kriege dann doppelt erhöhten Schaden? Nein, das geht nicht. Wenn wir zwei Schilde aufbauen und wir schießen durch, dann zerstört der erste Schild, die erste Barrikade, die zweite. Das sieht man hier relativ gut. Ich habe durchgeschossen, die erste gleich direkt komplett kaputt und die andere steht einfach noch. Dasselbe ist, wenn wir mehrere hintereinander bauen, also wenn wir fünf hintereinander bauen und durch eine durchschießen, würden wir die anderen auch kaputt machen. Schaden wird nicht erhöht. Es lohnt sich also nicht wirklich, mehrere Barrikaden hintereinander aufzubauen, mehrere Schilde. Es macht einfach Sinn, das vielleicht so aufzubauen, dass man auf der Seite noch was macht und ja, so von der Seite flankentechnisch ein bisschen geschützter ist. So, bevor wir gleich zu den anderen Fähigkeiten bzw. zu der ultimativen wechseln, noch ein kleiner Tipp. Es gibt eine Möglichkeit, wie man die Schilde gut aufstellen kann im Kampfgeschehen. Wenn wir beispielsweise da unten einen Feind haben, der steht da, und wir hier etwa den Schild aufstellen, dann hat er von da unten fast gar nicht die Möglichkeit, diesen Schild kaputt zu schießen, weil wir den natürlich so aufgestellt haben, dass nur die Oberfläche von ihm sichtbar ist und auch erst dann natürlich, wenn das fertig ist. Ich zeige das mal aus der Sicht des Feindes. Das heißt, wenn man eine erhöhte Position hat, kann man diese Deckungen relativ effizient verwenden. Man sieht es von hier. Ich hätte von hier gar nicht die Möglichkeit, die untere Fläche anzuschießen. Die Ränder kann man gar nicht anschießen. Das heißt, man kann die Deckung aus erhöhter Position oder wenn man, ja, ich sag's mal so, eine gute Deckung vor sich hat, also beispielsweise irgendwie hier oder so, dass man dann so damit arbeitet, das ist ein bisschen ungünstig, aber wenn es ein bisschen weniger hoch wäre, ich glaube, das Prinzip hat man verstanden, dann hat man die Möglichkeit, aus erhöhter Position oder wenn man eben eine gute Deckung hat, das so aufzustellen, dass der Feind nicht die Möglichkeit hat, drauf zu schießen. Gut, hier kann man es vielleicht ganz gut demonstrieren. Das heißt, ich baue das hier auf. Ich habe von hier gar nicht die Möglichkeit, das kaputt zu schießen, aber wenn es mal steht, habe ich die Möglichkeit, zurückzuschießen. Das heißt, es gibt schon Tricks und Kniffen und Finessen, wie man diese Schilde auch im Kampf verwenden kann, um den Feind unter Druck zu setzen. So als Tipp am Ende, dass man das eben doch durchaus effizient einsetzen kann, aber es gibt eben auch Situationen, wo es fast gar nicht möglich ist. Zu guter Letzt bei den Fähigkeiten kämen wir noch zu der ultimativen stationäre Minigun Sheila. Platziere ein stationäres MG, das jeder benutzen kann, hohe Munitionskapazität, lange Ladezeit. Davon können wir insgesamt drei aufstellen, dann würden die anderen bzw. das erste, was wir aufgestellt haben, wieder kaputt gehen, wie das auch bei der verstärkten Deckung der Fall ist und wäre. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, ein MG aufzustellen. Hier auch wieder, wenn sie, also diese Legende, das Ganze bedient, hat sie 173 Schuss in der Minigun. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Bloodhound wechseln würden, haben wir 150. Bedeutet aber eben auch, dass alle Chars, auch Feinde, also Verbündete und Feinde, die Minigun nutzen können. Auch hier macht es wieder Sinn, die Minigun dann mitzunehmen. Das heißt, wir können sie auch hier wieder mitnehmen, je nach Tastenbelegung natürlich unterschiedliche Taste. Aber damit man das sicher weiß. Das zweite, was hier wichtig ist: Wir können das Ganze aufladen, zielen und
Wenn wir schießen, haben wir am Anfang einen relativ großen Spray, der zieht sich aber mit der Zeit zusammen. Ich lade mal schnell nach, dann zeige ich das nochmal. Wenn man sich auf die Schüsse achtet, je länger das MG bzw. die Minigun hier schießt, desto stärker zentrieren sich die Schüsse. Das heißt, es macht hier also durchaus Sinn, lange auf den Feind zu schießen, nicht anzutippen, sondern einfach durchzurattern. Um das zwischendrin trotzdem noch kurz gesagt zu haben, bevor wir ein bisschen größere Distanzen testen, wir können auch ein Schild vorne aufstellen, das dann natürlich auch, wie auch bei anderen Waffen, unsere Schüsse verstärkt. Das sehen wir auch hier wieder, die Schüsse werden leicht bläulich und sind auch dementsprechend schneller. Dementsprechend schnell töten wir dann auch die Feinde mit dem MG. Großes Problem einfach, es ist stationär natürlich. Gut, das Ganze jetzt aus einer etwas weiteren Distanz. Wir bauen also hier eine Deckung auf, dann hauen wir das MG drauf, kann man einfach direkt dahinter setzen und dann können wir uns dran setzen. Etwas, was noch ganz wichtig ist, wir haben nur beschränkte Reichweite, wir können uns nur nach links einen bestimmten Bereich bewegen, zielen, nach rechts auch, oben und unten dasselbe. Das heißt, wir haben nicht wahnsinnig viel Fläche, die wir abdecken können mit dem MG, aber die wir abdecken, ja, da hauen wir dafür richtig schön drauf. Distanztechnisch merkt man schon, okay, da besticht es nicht. Ich meine, man kann, wenn man lange genug schießt, die Feinde sicherlich töten. Man darf aber nicht vergessen, die Dummies hier, die stehen still. Und wenn man dann im echten Fight unterwegs ist, die bewegen sich, die springen von Deckung zu Deckung, haben verschiedene Fähigkeiten, können wegsippeln und so weiter und so fort. Deswegen, ja, es ist, ab einer gewissen Distanz wird es doch schwierig. Nichtsdestotrotz, man verschwendet damit keine Munition. Wenn man in der Deckung steht, kann man gut auf Feinde schießen. Man kann Evo-Schilde damit natürlich nicht schlecht aufladen. Von daher, es hat schon seine Vorteile. Ein großer Nachteil an dem MG, an der Minigun, es ist stationär. Wenn wir also hier stehen, dann sind wir ein leichtes Ziel für Feinde, die von hinten kommen. Wir bewegen uns fast gar nicht. Man muss nur auf uns zielen, fette Salve raushauen, ganzes Magazin draufdrücken. Man trifft relativ gut, weil wir uns ja auch nicht bewegen, ist ein Nachteil. Man kann sich das natürlich auch ein bisschen zurecht bauen, damit man nicht ganz so anfällig ist. Da hat man ja verschiedene Möglichkeiten mit der Deckung. Das heißt, hier können wir uns relativ safe bauen, sage ich mal, wenn wir das möchten. Aber auch hier wieder, es braucht eine Zeit, bis die Deckung aufgebaut ist. Mitten im Kampf ist es ein bisschen schwierig, das aufzubauen. Die paar Sekunden muss die Deckung halt eben schon sich aufbauen. Übrigens bei der Minigun noch ein Hinweis, wenn ihr mit der Waffe zielt, dann habt ihr diesen Laserstrahl, der euch anzeigt, in welche Richtung die Kugeln in etwa gehen. Seid euch aber bewusst, dass der Feind diesen Laserstrahl auch sieht. Das heißt, wenn ihr an der Stelle seid, wo ihr einen Feind überraschen möchtet, müsst ihr so zielen, dass der Feind diesen Laserstrahl nicht sieht. Wenn er ihn sieht, dann weiß er, okay, von da oben guckt gerade ein MG die Treppe runter oder den Gang entlang oder was auch immer. Seid euch einfach dessen bewusst. Gut, mein Schlussfazit zu dieser Legende. Mir persönlich gefallen die verschiedenen Fähigkeiten relativ gut. Es ist eine angenehme Abwechslung, es ist halt nur sehr stationär. Die verstärkte Deckung aufzubauen braucht seine Zeit und Apex ist ein Spiel, das ist relativ schnell. Das heißt, man kann schon auch im Kampf die verstärkte Deckung aufbauen, aber Feinde, die wissen, dass die Deckung sehr schnell kaputt geht in der Aufbauphase, die schießen dann natürlich sofort drauf. Das heißt, man hat hier wenig Spielraum in einem Kampfgeschehen wirklich was zu machen, aber wenn die verstärkte Deckung mal steht, kann man da wahnsinnig viel rausholen. Scharfschützentechnisch zum Beispiel, man stellt Deckungen auf und kann die Feinde dementsprechend schnell wegballern. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil die Schüsse von der Sniper stark verstärkt werden. Zudem, wenn man eine Position bezieht und die vorab schon mal befestigen kann, dann ist man relativ safe. Ich meine, mehr Schaden, man kriegt fast gar keinen Schaden, weil die Schilde ja 200 Schaden fressen. Da kann man wirklich sich einbunkern, sage ich mal. Die ultimative Fähigkeit überzeugt mich persönlich nicht wahnsinnig. Ich meine, sie macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man damit ein paar Feinde wegholt. Man verschwendet im Prinzip keine Munition. Man kann auch die Fähigkeit aktivieren. Aber eben die Gefahr ist, man ist sehr stationär. Apex ist auch ein sehr, sehr schnelles Spiel. Man wird sehr schnell mal flankiert oder mit einer Zipline oder einem Rave-Portal kommen die Feinde von einer ganz anderen Seite. Deswegen, ja, die Minigun ist in gewissen Situationen nicht schlecht, wenn man zum Beispiel eben Treppen verteidigen möchte, wenn man weiß, dass von unten Feinde hochrennen. Es gibt Möglichkeiten, das einzusetzen, aber ich glaube, der Fokus bei dieser Legende liegt auf der verstärkten Deckung, die da eben wirklich viele Möglichkeiten hat, das Ganze effizient einzusetzen, sich einzubunkern. Aber es ist eher ein stationärer
ja, eine stationäre Spielart, eher weniger flexibel und schnell. Nichtsdestotrotz macht der Char sehr, sehr viel Spaß. Ihr dürft aber mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch irgendwelche Tipps habt zu diesem Char. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Char haltet. Und natürlich ein Like da lassen, um mich und das Video zu unterstützen. Und dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.